Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Final Fantasy XII, die Zodiac Age. Im letzten Part haben wir die ganze Flugquest beendet. Ja, und nur noch ein paar Monster geklatscht und so wie eine Mob erledigt. Ich war offscreen nicht ganz untätig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich an diese Urne komme, obwohl ich die anderen Items ja leider schon verkauft habe. Ich so... Scheiße, komme ich an die Urne. Scheiße, komme ich an die Urne. Scheiße, komme ich an die Urne. Sorry für das, aber das habe ich mir wirklich gedacht bei den Aufnahmen. Und dann habe ich es mal offscreen probiert und ja, ich kam dran. Aber der Grund, warum wir da sind, ist, wir müssen was regeln in der Nam-Yensa-Sandsee. Ich weiß auch grob genau wo. Wir müssen über die Zeterialengrotten. Ich dachte, da müssen wir wieder hin. Aber Spiel sagt nein. Heißt, ich kann jetzt aus jedem Monster eine Arkane machen. Soll Gegenstände geben, für die das extrem wichtig ist. Stopp. Den will ich beklauen. Der hat was, was ich brauche. Stopp. Den muss ich erstmal beklauen. Bevor ich ihn da zerdatsch. Aber das hat sich ja leider erledigt. Wobei, für das, wo wir jetzt hingehen... hilft uns Bar 4 weiter. Ein Banger sagt Bescheid, dass ein Banger Scheiße baut. Immer erstmal gucken, ob es noch aus den Klassen bewegt ist. Das Picking hier nein, es Mönch auch nein, aber es wird, wenn wir noch im Laufe der Story rausfinden. Weil da, wo wir jetzt hin müssen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Cutscene. So we've drawn you out at last. A moth cannot resist the flame. Now you will burn. Long time no see, Bargeer. I've been biding my time trolling for hunters. So long you've kept me waiting. I was beginning to think you didn't care. You are looking rather careworn. Are the lizards in the sandpits not company enough for you?
My blade requires a sharper tongue to keep its edge. So, Vagamnon ist besiegt. Haha. Adios, Vagamnon. Sieg über Vagamnon. Der macht keinen Ärger mehr. Was wäre das? Das ist Kopfgeschwelf. Ja, hinter uns offenbar, um euch zu ködern. Was ist? Es zieht denn die Fratzen und klang ihn auf. Was ist denn drecksfeindlich los? Etwas mit Freude, bitte. Ja, ich verstehe, da war auch ein kleines Detail entfallen. Wir waren gar nicht tatsächlich eingeweiht, nicht wahr? Der Mob Barrett, hinter dem wir Herren waren, gibt's gar nicht. Um kurz zu machen, das Ganze war von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Unser Anführer war der Meinung, dass der Kopfgeldjäger-Killer der Prozess gemacht werden müsse. Er beauftragte mich insgeheim mit den Recherchen, da ich kürzlich Trickster zur Strecke brachte und unser Gegner war mehr als gerissen und verstand es, seine Spuren zu verwischen. Mont Blanc. Und ich beschlag nur uns und legte eine falsche Fährte, indem wir Barrett als Mob registrierten. So einfach war das. Und wie wir sahen, hat der Fisch angebissen und wollte hier seinen Mob auflauern. Da hat er die Rechnung ohne mich gemacht. Sie fiel am Schnürchen. Er hatte wohl auch noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Was? Egal. Einzig das Ergebnis zählt. Weil ich vergesse, dass Barrett ihn gegeben hat, soll logischerweise auch kein Kopfgeld. Die Kohle könnt ihr euch abschminken. Hey, ich mache ja nur Spaß. Nicht so grimmig, Schwester. Ich weiß, wie der Hase läuft. Monoblon gab mir eure Belohnung mit. Das habt ihr nun bekommen. Eigentlich sollte sie von einem Anführer persönlich überreicht bekommen, aber diese Angelegenheit ist Diskretion gefragt. Wie es auch sei, nehmt eure Belohnung. Ich muss Bericht erstatten und mache eine Biege. Hopp, Leute, haut rein. Nice. Hat sich doch ausgezahlt. Mhm, kampfunfähig. So, da machen wir uns in die Westwüste auf.
Ja. So, wie kommen wir jetzt in die Westwüste Ravanastus über den Bossraum? Man nämlich die Westwüste Ravanastus ist, wo man Richtung Ravanastus kommt, ist mein Ziel. Damaskus, ja, ich fühle Ravanastus, oder nicht Ravanastus ist die einzige Stadt, die noch irgendwie lebt. Die Goldnadel nehme ich gerne. Das war nicht mein Ziel. Das war mein Ziel. Aber hier haben wir ja Adramellich bekommen. So, als Paladin fehlt nicht mehr viel. Als Jäger aber auch nicht. Hier weder als Mönch noch als Pikinier fehlt irgendwas. Das ist Zeit und Rotmagier. Es gibt natürlich noch Grün- und Blaumagier in anderen Spielen, aber ja. Hier sehe ich genauso. Samurai. Hört nicht. Weißmagier kriegen wir auch nichts zusammen. Panello ist in derselben Situation. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nur noch farmen. Ja. Okay, schon gut, kann ich kommen. Ja, da wo ich hin will, schon. Okay, ein Platin-Dolch. Dann könnte. Der macht ja genauso viel Schaden wie der Todesbringer. Interessant. So, Richtung Westwüste Damaskus haben wir es auch nicht mehr weit. Dann sind wir in Ravanastus. Das ist nicht der Klammbild. Was sind wir denn? Wagemutiger. Die Schlacht auf der Brücke fehlt noch. Obwohl, wir können ins Piratennest gucken. Ah, weil wir haben nämlich jetzt Ohrenwächter, weil wir die Kapon, weil ich oft bin die Kaponis ohne geholt habe. Boah, das Nest macht Fortschritte, würde ich mal behaupten. Das interessiert uns nicht mehr, da kommen wir jetzt einfach ignorant vorbeilatschen. Wenn ich aus jedem Monster kommen wir jetzt eine Arkane ziehen. Wir werden seltenen Fans sogar eine große. Yep. Aber sehr seltenen Fällen. Also um große Arkanen zu farmen, könnte ich sogar
Der Junge hat aber einen Durst und der Stab Brandwein. So, da la. Dann checken wir jetzt noch ein bisschen die Wüste aus, weil wir haben ja die Zeit. Wir haben ja die Zeit. Dann müssen wir auch schauen, dass auf Sandsturm bleibt. Hat nämlich den Grund, dass wir dann noch an Gnome rankommen. Gnome sind sehr seltene Erdelementare. Die uns am bestenfalls nicht durch die Lappen gehen sollen, weil sind die weg. Dann adios, amigos. Darauf habe ich jetzt mal gar keinen Bock. Ich suche jetzt jede Gelegenheit, wo ein Sandsturm sein könnte. So, und jetzt zurück raus, deine Arkanen. Bevor wir nicht uns zu den Sandseen aufmachen. Erstmal nach Bur-Omisäs gehen. Haut da einfach mit dem Stabbein rein. Deswegen habe ich bei 4 Stab- bzw. Stangenwaffen generell in die Hand gedrückt. So, da la. Wir gehen erstmal an Bord der Strahl. Wir werden Richtung Paramina-Schluchten fliegen. Durch das Upgrade, was vor einigen Parts kam, was nicht im letzten oder vorletzten war, oder halt eben schon weiter weg, kann die Strahl jetzt auch durch Jagdregionen fliegen. Jagdregionen des waren bzw. sind Territorien, die flugunfähig sind. Im stürmenden Schnee. Alles klar. Weiß Bescheid. Sturm, starker Schneesturm. Kerngedanke rein. Weil ich bin dann mal lieber komplett vorbereitet, weil nicht, dass wir da wieder Probleme kriegen. Sagt's und darf schon wieder wie krass spammen.
Bei starkem Schneesturm. Was ist mit dem Stab? Nee, ist nicht stark genug. Dann werden wir mal schauen, ob wir noch im Miriam-Stillschrein was erledigen können. Aber das mache ich spannend. Und dann werde ich den Part jetzt ein bisschen kürzer halten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem so recht gefallen, die Mobjagd. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.